Mein Bruder und ich haben versucht, mit den Flugblättern den Menschen die Augen zu öffnen. Und das furchtbare Blutbad an anderen Völkern und den Juden früher zu beenden, als es ohnehin von den Alliierten beendet wird. Wir sind ja mit dem Film um die Welt eingeladen worden. Auch Goethe-Institut, Amerika, Japan. Die bis heute alle dachten, alle Deutschen waren Nazis. Sie ist das Gesicht des besseren Deutschlands. Die Widerstandskämpferin Sophie Scholl. Ihre Geschichte wurde vielfach erzählt und verfilmt. Immer wieder geht es um den Umgang der Deutschen mit ihrer Vergangenheit. Und da muss man ja auch sehen, dieser Film war ja nicht gewollt. Ich habe lange nicht verstanden, warum. Ich musste meinen Friseurtermin verschieben. Bei einer Demo Ende 2020 vergleicht sich Querdenkerin Jane aus Kassel mit Sophie Scholl, was der Satiriker Jan Böhmermann aufgreift. Jana aus Kassel geht auf die Rechten zu, indem sie nicht reflektiert, was sie da tut. Und Sophie Scholl hat sich genau da rausbewegt. So. Mit Flugblättern wollten sie überzeugen und zum Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime aufrufen. Junge Menschen, die am Ende für ihre Überzeugungen in den Tod gingen. Die weiße Rose steht für das andere, das bessere Deutschland. In den letzten Jahrzehnten rückte besonders Sophie Scholl in den Mittelpunkt. Schulen und Plätze sind nach ihr benannt. PolitikerInnen aller Parteien berufen sich auf sie. Sie wurde zur Projektionsfläche für Hoffnungen und Ideologien. Ihre Geschichte wurde in den vergangenen 80 Jahren sehr unterschiedlich erzählt. Und wie sie erzählt wurde, verrät eine Menge über die jeweilige Gesinnung im Nachkriegsdeutschland Ost und West. Wer sich der historischen Sophie Scholl nähern will, kann in Forchtenberg beginnen. Hier in Hohenlohe kam sie vor 100 Jahren am 9. Mai 1921 zur Welt. Ihr Vater war damals Bürgermeister. Ein Liberaler, der die Moderne in das konservative Städtchen brachte. Ihre Mutter war eine ehemalige Diakonisse. Sophie war das vierte von 6 Geschwistern. Ihre Kindheit, denke ich, ist so ein bisschen so wie Bullerbü gewesen. Also Sicherheit und Freiheit zugleich. Also eine Sicherheit in einer Familie, die sehr zugewandt war, die sich umeinander gekümmert hat. Eine Kinderschar, die sich gut miteinander verstanden hat. Eltern, die für die Kinder ansprechbar waren, die was verlangt haben von den Kindern, die ihnen aber auch versucht haben, sie zur Selbstständigkeit und zu eigenem Denken zu erziehen. Und diese Natur um Forchtenberg drumherum, die Weinberge, der kleine Fluss, in dem sie ja schwimmen gelernt hat, das war, glaube ich, eine sehr idyllische Kindheit. So wenig ich einen klaren Bach sehen kann, ohne nicht mindestens die Füße hineinzuhängen, genauso wenig kann ich an einer Wiese zur Maienzeit vorübergehen. Nein, ich muss meinem Wege untreu werden, muss mich hineinsinken lassen in diese reiche Fülle vielgestaltigen Lebens. Und das Schwimmen, glaube ich, war für sie auch so etwas wie Eintauchen in die Natur, zu verschmelzen mit der Natur. Was wir auch in dem Bild wiederfinden, was sie später oft benutzt. Sie möchte gerne ein Stück Rinde sein oder eine Ackerkrume. Also Natur war für sie sehr, sehr wichtig. Dass der Wald so einfach weiter wächst, das Korn und die Blumen, dass Wasserstoff und Sauerstoff sich zusammengetan haben zu solch wunderbaren, lauwarmen Sommerregentropfen. Manchmal kommt mir dies mit solcher Macht zu Bewusstsein, dass ich ganz voll davon bin und keinen Platz mehr habe, auch nur für einen einzigen Gedanken. Dies alles gibt es, trotzdem sich der Mensch inmitten der ganzen Schöpfung so unmenschlich und nicht einmal tierisch aufführt. Allein dies ist schon eine große Gnade. Auch die Natur ist ja nicht nur ein schöner Ort zum Träumen, sondern es ist ja auch so ein Eskapismus für sie. Die Deutschrapperin Suki ist ein Role Model für Frauen, Mädchen und Queers. Sie engagiert sich offen gegen Homophobie und Sexismus, Rassismus und Antisemitismus. Sophie Scholls Zivilcourage beeindruckt sie und ist ihr ein Vorbild.
Sie hat ja dann in diesen ambivalenten Gefühlen, wo sie manchmal mit ihrem Menschsein überfordert ist und all den Gedanken und allem, warum haben wir Menschen so viel Verantwortung, warum ist es so schwierig, Mensch zu sein, warum kann ich nicht in Gottes Schöpfung irgendwie eine andere Rolle übernehmen. Ja? Als Adolf Hitler an die Macht kommt, ist Sophie Scholl 12 Jahre alt. Sie will unbedingt mitmachen. Ihre älteren Geschwister Hans und Inge sind schon gegen den Willen ihrer Eltern in die Hitlerjugend eingetreten. Es hat sie sehr fasziniert, genauso wie ihre großen Geschwister, weil die Scholl-Kinder eigentlich alle den Nazis da auf den Leim gegangen sind, weil die Jugend natürlich so verführt haben, ihr seid wichtig, wir brauchen euch. Und Sophie war auch jemand, die Spaß daran hatte, für andere was zu organisieren, die ja dann auch relativ schnell Anführerin wurde bei den jungen Mädels und die schon so ihren eigenen Stil da reingebracht hat, die aber auch als sehr zackig und sehr fanatisch auch beschrieben wurde. 1938 gerät Hans Scholl erstmals in Konflikt mit der Hitlerjugend. Doch Sophie geht weiter zum Bund Deutscher Mädel. Die eigentliche Auseinandersetzung geschieht 3 Jahre später. Im Reichsarbeitsdienst wurde sie sozusagen aus ihrer Umgebung Ulm, von der Familie, von den Freunden sozusagen herausgerissen, in dieses Lager versetzt und musste dort von morgens bis abends eben Nationalsozialismus über sich ergehen lassen. Und das hat sie sehr, sehr gequält. Ich glaube auch, dass das etwas ist, was ihre Persönlichkeit unter Druck setzt, dass die Entscheidung, gegen dieses System zu kämpfen, auch aus diesem Zwang im Arbeitsdienst hervorkommt. Es war sozusagen eine Abenteuerlust, die sie in den BDM getrieben hat. Und es war die Vernunft und die Liebe zu den Menschen, die dafür gesorgt hat, dass sie da rausgeht, weil sie das Töten nicht in Kauf nehmen kann, weil sie nicht wegsehen kann, weil ihr innerer Kompass ihr sagt, das ist das Falsche. Ich kann die Realität, ich kann die Toten nicht übersehen. Ich kann nicht das tun, was Millionen andere Deutsche ja ohne Probleme konnten. Darüber haben wir nicht gewusst. Was? Ich kann es nicht begreifen, dass nun dauernd Menschen in Lebensgefahr gebracht werden von anderen Menschen. Ich kann es nie begreifen und ich finde es entsetzlich. Sag nicht, es ist fürs Vaterland. 1942 geht Sophie Scholl nach München. Sie will Philosophie und Biologie studieren. Als sie entdeckt, dass ihr Bruder Hans mit Freunden Flugblätter schreibt, die zum Widerstand gegen die Verbrechen der Nationalsozialisten aufrufen, entscheidet sie sich, mitzuwirken. Los jetzt. Bei der Verteilung der Flugblätter werden Hans und Sophie Scholl in der Universität München verhaftet und zusammen mit Christoph Probst am 22. Februar 1943 hingerichtet. Im Juli werden 3 weitere Mitglieder der Weißen Rose ermordet und viele verhaftet. In Russland, Großbritannien und den USA erkennt man sofort, welche erzählerische Kraft von diesem Widerstand der Jugend ausgeht. Nach der Aufdeckung der Weißen Rose geriet tatsächlich sehr schnell eines der Flugblätter, vermutlich über Schmuggel, an die Alliierten. Das war das vorletzte Flugblatt, Aufruf an alle Deutsche. Und die britische Luftwaffe hat dann tatsächlich einen Nachdruck dieses Flugblatts über Deutschland abgeworfen, als Gegenpropaganda. Das heißt, die Alliierten haben eben auch den Widerstand der Weißen Rose und auch dieses Bild von Deutschland, das in diesen Flugblättern vermittelt wurde, offensichtlich als zukunftsträchtig angesehen und eben auch als Bild von dem Deutschland, das sie eben auch sehen konnten in der Zukunft. In der Denkstätte Weiße Rose in der Universität München kann man nachvollziehen, welche Träume die jungen Menschen bewegten. Freiheit, Schutz vor Willkür, ein vereinigtes Europa. Ihr Mut findet Widerhall bei den Emigrierten, die nach dem anderen Deutschland suchen. Der erste, der sich der Geschichte annimmt, ist der Schriftsteller Thomas Mann. Er versucht über die BBC seine deutschen Hörer zu erreichen. Sie sollen wissen, wer ihre wahren Heldinnen und Helden sind. Brave, herrliche junge Leute. Ihr sollt nicht umsonst gestorben, sollt nicht vergessen sein. Die Nazis haben schmutzigen Raudis, gemeinen Killern in Deutschland Denkmäler gesetzt. Die deutsche Revolution, die wirkliche, wird sie niederreißen und an ihrer Stelle eure Namen verewigen, die ihr, als noch Nacht über Deutschland und Europa lag, wusstet und verkündet. Es dämmert ein neuer Glaube an Freiheit und Ehre. Ein Freund von Thomas Mann, der Bestsellerautor Alfred Neumann, der wegen seiner jüdischen Herkunft in die USA fliehen musste,
schreibt dort den Roman Six of Them, der 1945 erscheint. Für Neumann war diese Geschichte einfach nur Inspiration und Ausgangspunkt für ja, eine fiktive Geschichte. In Deutschland wurde es aber eben immer so gelesen, dass Neumann eben versucht hatte, die ja, Tatsachengeschichte oder die Faktengeschichte der Weißen Rose zu erzählen. Und da gab es dann einfach immer Konflikte deswegen, weil eben die Geschichte und auch die Interpretation des Widerstands, die Neumann geliefert hatte, einfach so eine ganz andere war als das, was man in Deutschland gesehen hatte. Kamera-Check. Alfred Neumanns Figuren sind nämlich keine reinen, unschuldigen Helden, sondern traumatisierte Menschen, die von Krieg und NS-Herrschaft beschädigt sind. Genau diese Vielschichtigkeit steht auch im Zentrum der aktuellen Inszenierung des Romans am Münchner Residenztheater. Wie tief hat der Antisemitismus die Jugend beeinflusst? Ein Ausschnitt zeigt, wie ignorant Sophie mit dem Leid ihrer jüdischen Freundin Hilde umgeht. Ich habe ja auf meine Art zu leiden wie du. Ich stecke ja ebenfalls in einer Art Konzentration. Ja, das ist so, das kann man nicht sagen. Es tut mir leid, ich kann es nicht sagen. Ihr seid ja so gemein zu uns. Wir? Aber Hildelein, ich habe ja auf meine Art zu leiden, wie du. Ich stecke ja ebenfalls in einer Art Konzentrationslager. Wie kannst du denn deine Art mit meiner Art vergleichen? Nimmst du nicht übel, ne? Besonders betroffen von dieser Darstellung Neumanns waren die Angehörigen, wie Inge Scholl, die ältere Schwester der Ermordeten. Sie hatte direkt nach dem Krieg begonnen, ihre eigene Version der Geschichte zu schreiben. Das geht aus ihrem Nachlass im Münchner Institut für Zeitgeschichte hervor, den die Historikerin Christine Friedrich erforscht hat. Inge Scholl hat den Roman von Alfred Neumann tatsächlich als extrem negativ wahrgenommen und es lief genau entgegen ihrer Interpretation der Geschichte ihrer Geschwister. Inge Scholl hat im Grunde genommen die Geschichte des Widerstands ihrer Geschwister immer als Geschichte der Hinwendung zum Christentum gesehen. Und aus einem tiefen Glauben raus, dem Wunsch nach Versöhnung, nach Frieden, der habe eben ihre Geschwister dazu bewogen, diesen Widerstand zu leisten. In diesem Kontext hat sie natürlich auch immer ein bisschen überlegt, ja, warum war sie denn nicht eingeweiht? Also warum haben ihre Geschwister ihr nicht so weit vertraut? Und im Grunde genommen hat sie sich das dann auch dadurch erklärt, dass ihr Glaube nicht tief genug war. Dass sie eben selbst diesen Ruf Gottes, den ihre Geschwister offensichtlich gehört hatten, dass sie den einfach nicht hören konnte, weil ihr Glaube nicht stark genug war. Christine Friedrich hat untersucht, wie Inge Scholl das Bild ihrer Geschwister für die Nachwelt prägte. Mit ihrem Buch »Die Weiße Rose« von 1952 etablierte sie den Namen der Widerstandsgruppe und rückte ihre Geschwister ins Zentrum. Das Buch wurde ein internationaler Best- und Longseller. Das andere ist eben auch, was sie ja schon sehr früh gemacht hatte, auch Anfang der 50er Jahre, dass sie eben die Geschichte der Weißen Rose in so eine Art antikommunistischen Grundkonsens der Bundesrepublik reingeschrieben hat. Das heißt, wenn man eben schaut, wenn sie dann Ziele des Widerstands beschreibt, also wofür haben die sich eigentlich eingesetzt, dann ist es immer das Ziel der Freiheit, auch der persönlichen Freiheit. Und das ist im Grunde genommen so das Gründungsnarrativ der Bundesrepublik, also sozusagen eben Freiheit gegenüber den diktatorischen und totalitären Systemen des Nationalsozialismus, aber auch der DDR. Damit war die Weiße Rose im Kalten Krieg angekommen. Denn auch die DDR hatte schon früh das Gedenken an die Geschwister Scholl als Gründungsmythos für den Aufbau eines neuen sozialistischen Staates genutzt. Diese Straße hier wird sicherlich in den ersten 2-3 Jahren, kurz nach Kriegsende, nach den Geschwister Scholl benannt worden sein. Die eben zu der Zeit emblematische antifaschistische Widerstandskämpfer waren. Es gab auch einen Gedenktag, der von VVN und FDJ gemeinsam veranstaltet wurde. Und schließlich kann man die Geschwister Scholl nicht ehren, ohne für vernünftige Beziehungen zu dem deutschen Staat einzutreten, in dem ihr Vermächtnis lebendige Wirklichkeit ist, der Deutschen Demokratischen Republik. Hier ist das wahre Vaterland der ganzen deutschen Jugend. Hier haben auch die Geschwister Scholl ihr Vaterland gefunden. Das Fernsehspiel »Der Henker richtet« ist die erste Verfilmung der Weißen Rose. Sie führt die Geschichte jedoch in die Gegenwart des Kalten Krieges. Erinnern Sie sich nicht mehr an die Weiße Rose?
Haben Sie Sophie und Hans Scholl vergessen? Erinnern Sie? Ein DDR-Bürger steht wegen verfassungsfeindlicher Umtriebe in der Bundesrepublik vor Gericht. In seinem Richter erkennt er den Mann wieder, der einst auch Hans und Sophie Scholl verurteilt hatte. In der BRD, so die Kritik, wirken die alten nationalsozialistischen Kräfte unbeirrt weiter fort. Vor dem Volksgerichtshof. Für Hitler und seine Anhänger gibt es auf dieser Erde keine Strafe, die ihrer Taten gerecht wäre. Ich entziehe dir das Wort! Sophie Scholl spielt keine so große Rolle, implizit aber doch, weil dieser Friedenskämpfer vor 1945 ein SS-Mann war, der auf die Weiße Rose eigentlich dann auch angesetzt wurde und sich dann aber in Sophie Scholl verliebt und so seine Meinung ändert. Ein paar flüchtig verplauderte Stunden, ein paar Tänze, ein Kuss und entschuldige, ein strammer SS-Mann, ein deutsches Mädel. Wirklich, du hast gut zugehört heute Morgen. Drückt euch während des Krieges nicht auf den Universitäten herum, sondern schenkt lieber dem Führer ein Kind. So sagte doch heute Morgen der Herr Gauleiter am Auditorium Maximum. Sophie, du kannst alles, was du da sagst, dem Günther Stade sagen. Aber dem Waffen-SS-Mann Stade, da sei vorsichtig, Sophie. Das musste ich dir sagen. Gerade dir. Also dieses Motiv der Wandlung ist in der DDR eben immer zentral. Also man kann sich auch vom Mitläufer oder vom Wehrmachtssoldaten oder eben auch vom überzeugten Nazi zu einer sozialistischen Persönlichkeit wandeln. In den 1960er Jahren protestieren die Studierenden an der Universität München gegen den Muff von 1000 Jahren unter den Talaren. Sie wollen nicht länger akzeptieren, dass ehemalige NS-Professoren hier unbeschadet weiter lehren und greifen dabei auf die Protestform der Weißen Rose zurück. Dort, wo 1943 die letzten Flugblätter der Weißen Rose fielen, kam es bei der 25-Jahr-Feier in der Münchner Universität zum Streit. Revoltierende Studenten wollten diese Feier nicht, die Feiernden die Revolte nicht. Beide glaubten im Namen der Weißen Rose zu handeln. Hat es überhaupt Sinn, den Jüngeren die Weiße Rose in den demokratischen Tornister zu packen? Hat es andererseits Sinn, 1968 Flugblätter zu werfen, wie am 18. Februar 1943? Diesen Dokumentarfilm über die Vereinnahmung der Weißen Rose von beiden Seiten hat der Historiker Christian Petri gedreht. Er forschte als Erster in den Quellen und kam zu dem Schluss, Hans und Sophie Scholl seien idealistische Schwärmer gewesen. Sie hätten ihren Opfertod bewusst provoziert, als ein Fanal, um die Studierenden zum Aufstand zu bewegen. Und ich bin zur 11 Uhr Vorlesung in die Universität und bin dann hinauf. Die Kritik ist, dass der Widerstand der Weißen Rose politisch nicht rational gewesen ist, eine Art Selbstopfer stattgefunden hat und es eben nicht ein organisierter Weg mit einem politischen Programm war. Vorbild wäre dann ja sowas wie organisierter Widerstand der Arbeiterschaft. Die Behauptung, dass die Studenten geprägt gewesen seien, der Weißen Rose, vom deutschen Idealismus, ist völlig aus der Luft gegriffen. Das ist ein Schema, dass man also, das passt vielleicht, und das stimmt nicht. Wenn man ein Klischee haben will, dann könnte man sagen, sie waren christliche Existenzialisten. Für Inge Scholl und ihre Familie war das tatsächlich ganz schlimm. Das war im Grunde genommen ja wie ein zweiter Tod von Hans und Sophie Scholl. Und deswegen war Inge Scholl eben von Anfang an da extrem kritisch, hat auch wirklich versucht, gegen Petri zu agitieren, hat aber einfach kein Gehör mehr gefunden. Auch andere Filmproduzenten aus Ost und West stießen stets auf den Widerstand von Inge Scholl. Nachdem sie selbst versucht hatte, ein Drehbuch zu schreiben, war sie schließlich zu der Überzeugung gelangt, der deutsche Nachkriegsfilm sei nicht in der Lage, die Geschichte ihrer Geschwister adäquat darzustellen. Es gab dann noch mehrere Versuche, einen neuen Film zu machen, überhaupt einen Film zu machen. Allerdings hat sich Inge Scholl da tatsächlich von Anfang an immer quergestellt, hat sich geweigert, Material rauszugeben, hat sich geweigert, an diesen Projekten mitzuarbeiten und eben geradezu eine Pressekampagne gefahren, um eben ja auch diese Filmfirmen zu diskreditieren und eben die Debatte darüber anzufeuern, ob denn überhaupt ja Filmfirmen ohne die Zustimmung der Familien
ja, dieses Thema für sich beanspruchen dürften. Trotzdem bleibt die Weiße Rose auch in den 1970er Jahren präsent. In einem Fernsehspiel des ZDF untersucht ein Journalist das Schicksal des Hausmeisters Jakob Schmid, der die Geschwister Scholl verhaftet hatte. Nach dem Krieg ging er dafür ins Gefängnis. Ich weiß nicht, wie er seine Arbeit in der Universität gemacht hat, aber hier, da war er ein guter Hausmeister. Befehl ist Befehl und Schnaps ist Schnaps, verdammt nochmal. Jeder, der beim Barras war, hat doch das ein für alle Mal kapiert. Verstehen Sie? Katzitz. Da ist doch längst Gras drüber gewachsen. Wenn sowas kommt, stellen wir gleich ab. Bringen's doch die Leute lieber zum Lachen. Das Leben ist sowieso schon traurig genug. Mhm. Verrat am Frontsoldaten, wir an 18, das war's. Und dass der Schmied diesen Halbstock in das Handwerk gelegt hat, dazu kann ich für meine Person nur eins sagen. Hut ab. Ja, sehr richtig. Der Scholl war ja selbst Soldat, der war auch im Osten. Der musste ja wissen, wie es da war. Dann hat er Urlaub gekriegt, um seinen Doktor zu machen. Und dann sowas. Ja, also mich hat das jahrelang geärgert, wenn sie in der Tram immer ausgerufen haben, Geschwister Schollplatz. So, und jetzt hält die Bahn am Siegestor. Das Fernsehspiel steht für einen neuen Umgang mit der Vergangenheit. Statt um Nazi-Größen geht es hier um die Mitläufer, um den alltäglichen Nationalismus und den Fortbestand der Tätergesellschaft in der Bundesrepublik. Aus Liebe zu den kommenden Generationen muss nach Beendigung des Krieges ein Exempel statuiert werden, dass niemand auch nur die geringste Lust je verspüren sollte, Ähnliches aufs Neue zu versuchen. Vergesst auch nicht die kleinen Schurken dieses Systems. Merkt euch die Namen, auf das keiner entkomme. Es soll ihnen nicht gelingen, in letzter Minute noch nach all diesen Scheußlichkeiten die Fahne zu wechseln und so zu tun, als ob nichts gewesen wäre. Wir schweigen nicht. Wir sind euer böses Gewissen. Die Weiße Rose lässt euch keine Ruhe. Bitte vervielfältigen und weitersenden. Ende der 1970er Jahre beginnt der Münchner Regisseur Michael Verhoeven mit den Recherchen für einen Spielfilm über die Weiße Rose. Dieser Film war ja nicht gewollt. Ich habe lange nicht verstanden, warum. Aber da waren so viele Reste von Nazi-Denken in Deutschland, auch in den Förderungsgremien, überall. Ja. Die wurden ja lange, lange Zeit als Verräter angesehen. Michael Verhoeven gelingt es, Inge Scholl von seinem Ansatz zu überzeugen. Aus seinen Gesprächen mit den Angehörigen entwickelt sich eine neue Perspektive. Also von der Sophie Scholl hatte ich eigentlich kein wirkliches Bild. Also sie war so geschildert als die Schwester von dem Eigentlichen. Das ist der Hans und sie ist die Schwester und aus Sympathie macht sie da halt auch mit. Also Hans Scholl und Alexander Schmorell haben diese ersten vier Flugblätter alleine geschrieben und auch alleine verfasst. Aber Sophie hatte schon Wochen vorher Fritz, ihren Freund, um Geld gebeten, hatte von ihm 1000 Reichsmark bekommen und sie hatte ihn auch gebeten, ihr den Bezugsschein für eine Vervielfältigungsmaschine zu besorgen. Das heißt, das Thema Flugblätter war auf jeden Fall schon vorher in ihrem Kopf. Und durch die Schilderungen von Fritz Hartnagel haben wir erfahren, welche Auseinandersetzungen sie gehabt hat mit ihm, der ein Berufsoffizier war. Soll ich das, was ich denke, immer noch runterschlucken? Hat doch keinen Sinn, sich mit den Nazis anzulegen. Wir können nur überwintern. Was ist los mit dir, Sophie? Überwintern. Du bist doch auf den Führer vereidigt. Wie willst du dich da raushalten? Du schießt auf Leute. Ich habe bis jetzt das Glück gehabt, nicht auf jemanden schießen zu müssen. Das weißt du genau. Aber du bildest andere aus, die es tun müssen. Es ist Krieg. Begreifst du das nicht? Ja, es ist Krieg. Und auf welcher Seite stehst du? Du kannst da nicht mitreden. Du warst nie in der Situation. Und das finde ich auch sehr stark, dass sie so radikal sich als Kriegsgegnerin zeigt. Viel radikaler als Hans zum Beispiel, der zu diesem Zeitpunkt ja noch davon träumte, in der Wehrmacht eine Karriere zu machen. Da ist Sophie schon ganz, ganz früh völlig klar dagegen.
Auch die jüngere Forschung weist Sophie eine neue Rolle zu. Sie war bereit, für ihre eigenen Überzeugungen zu kämpfen. Bis in den Tod. 5000 Todesurteile hatte der sogenannte Volksgerichtshof verhängt. Doch seine Richter wurden in der Bundesrepublik nie zur Verantwortung gezogen. Dann haben wir einen Nachspann entworfen, ohne juristische Unterstützung, was wahrscheinlich gut war, weil das hat wirklich eingeschlagen. Und er lautete: Nach Auffassung des Bundesgerichtshofes bestanden die Urteile gegen die Weiße Rose zu Recht. Satz 1. Satz 2. Sie gelten noch immer. Es kommt zum Skandal. Der Film darf in den Goethe-Instituten nicht mehr gezeigt werden. Erst 3 Jahre später beschließt der Bundestag, der Volksgerichtshof war ein Terrorinstrument des nationalsozialistischen Unrechtsregimes. Erst 1998 werden seine Urteile per Gesetz für ungültig erklärt. Die letzten Opfer 2009 rehabilitiert. Der Bundesgerichtshof will erst jetzt seine NS-Vergangenheit gründlich aufarbeiten. Plötzlich gab es eine offene Diskussion darüber. Also wir mussten oft in Diskussionen nach dem Film, wenn wir angegriffen worden sind von Leuten im Publikum, das wäre alles kommunistische Propaganda und dann soll er doch in die DDR gehen und so, ja, mussten wir gar nichts sagen, weil im Publikum Leute aufgestanden sind. Es war eben ein Neubeginn. Im Zuge der Frauenbewegung der 1980er Jahre gibt es ein neues Interesse für Sophie Scholl. Wer war die junge Frau hinter der Legende? Ihre intellektuelle und künstlerische Kraft beeindruckt. Schon früh verabschiedet sich Sophie Scholl vom traditionellen Frauenbild ihrer Generation. Sie nimmt Zeichenunterricht. Ihre Vorbilder sind moderne Künstlerinnen, wie René Sintenis und Paula Modersohn-Becker. Wenn man Künstler werden will, muss man wohl vor allen Dingen zuerst Mensch werden. Durch das Tiefste empor. Ich will versuchen, an mir zu arbeiten. Es ist sehr schwer. Was sie immer wieder erwähnt hat, was ihr so wichtig ist, das Wissen anzueignen, also sozusagen den Verstand, das Wissen, das Verstehen zu schulen, das Geistige und gleichzeitig aber sozusagen sich zu spüren, das Körperliche, das eigene Empfinden, die Gefühle, dem auch einen Raum und eine Wichtigkeit zu geben. Und da hatte ja ihre Familie auch diesen berühmten Leitsatz, immer dieses ein harter Geist und ein weiches Herz. Und der ist mir auch bis heute so geblieben, dieser Satz. Und an den denke ich auch sehr oft. Sugar. 2005 entsteht ein neuer Spielfilm, der sich allein um Sophie Scholl dreht. Julia Jentsch spielt die Hauptrolle. Regisseur Marc Rotemund greift dabei auf Material zurück, das bis zur Wiedervereinigung unveröffentlicht in DDR-Archiven gelegen hatte. Als ich dann in der Süddeutschen Zeitung am 60. Todestag über Sophie Scholl gelesen habe, war ich dann gefesselt, überrascht und in den Bann gezogen, weil ich nicht wusste, dass vor der Hinrichtung die Sophie Scholl und der Bruder 4 Tage im Gestapo-Hauptquartier in München vernommen wurden. Und dann haben wir angefangen zu recherchieren. Und dann haben wir tatsächlich im Bundesarchiv in Koblenz die Vernehmungsprotokolle gefunden. Und wir waren tatsächlich die Ersten, die sich dafür interessiert haben. Da habe ich gefragt, kann man da mal reinschauen? Kann man da eine Kopie haben? Dann haben die gesagt, ja, kostet 1 Euro. Geben Sie doch endlich zu, dass Sie mit Ihrem Bruder zusammen die Flugblätter hergestellt und verteilt haben.
Ja. Und ich bin stolz darauf. Irgendwie hat mich das am meisten berührt. Mich persönlich. Dieser Weg von dieser jungen, 21-jährigen Jungfrau, die so eine Lebensfreude hat und für die Natur und das so genossen hat, dass die trotzdem ihr Leben hergab dafür. Ne? Also mich hat es einfach am meisten berührt. Und ich kriege heute noch schnürzt mir die Kehle ab. Ich denke, das wird auch ihr das Gefühl innerlich gewachsen sein durch das Verhalten des Bruders, aber auch durch die Erkenntnis, wahrscheinlich, ich bin so weit gegangen und das ist doch daher gekommen, weil ich immer meinen Überzeugungen gefolgt bin. Da kann ich jetzt irgendwie nicht anders so. Vielleicht also. Warum gehen Sie für falsche Ideen, so jung wie Sie sind, ein derartiges Risiko ein? Wegen meines Gewissens. Ich kann nicht verstehen, dass Sie mit Ihren Gaben nicht nationalsozialistisch denken und fühlen. Freiheit, Ehre, Wohlstand, sittlich verantwortliches Staatswesen, das ist unsere Gesinnung. Hat Ihnen denn nicht auch das furchtbare Blutbad, das die Nationalsozialisten im Namen von Freiheit und Ehre in ganz Europa angerichtet haben, die Augen geöffnet? Der deutsche Name bleibt für immer geschändet, wenn nicht endlich die deutsche Jugend Hitler entmachtet und hilft, ein neues geistiges Europa zu errichten. Durch den Film konnten wir auch die Botschaft in die Welt tragen, nicht alle Deutschen haben den Arm gereckt und haben das unterstützt oder sind mitgelaufen. Es gab wirklich, wirklich Widerstand und auch welche aufrichtig, ohne Waffe, ohne Gewalt, mit dem Wort. Und das war schon, wo ich sage, boah, eine Botschaft fürs Ausland auch und für die Deutschen, ein Erbe, was die Weiße Rose und Sophie Scholl und Hans Scholl uns ein Glück hinterlassen haben. Ja. Julia Jentsch! Film und Hauptdarstellerin gewinnen zahlreiche Preise. Sie touren durch die ganze Welt. Sophie Scholl, Die letzten Tage, wird sogar für einen Oscar nominiert. Bis heute wird der Film in den Schulen gezeigt. Sophie Scholl wird zum Vorbild der nächsten Generationen. Mein Eindruck ist, dass bei Rotemund Sophie Scholl schon als ja, Heldin dargestellt wird, also heroischer, eine fast ikonische Figur, und ich sehe das schon auch in den Erinnerungsdiskursen nach 1990 begründet, wo die Weiße Rose insgesamt stärker ins Zentrum rückt, das Gedenken offizialisiert wird, was man zum Beispiel an den Reden der Bundespräsidenten sieht, und im Grunde auch die Figur Sophie Scholl noch stärker ins Zentrum rückt. Und zwar nicht als Mensch, sondern als Heldin und im Grunde sowas wie ein Gesicht des besseren Deutschlands darstellt. So wird Sophie Scholl in den 2000er Jahren zum neuen Gesicht des wiedervereinigten Deutschlands, das um erneute Anerkennung in der Welt ringt. Ihre Büste wird in die Walhalla aufgenommen, die Ruhmeshalle der Deutschen, erbaut vom bayerischen König Ludwig. In diesem Nationaldenkmal sind bislang vor allem Männer vertreten. Dank der Initiative von Hildegard Kronawitter hat sich das geändert. Widerstand gehört zu unserem nationalen Verständnis. Und wenn wir schon die Walhalla haben mit vielen Büsten, dann brauchen wir darin Personen repräsentiert, die auch diesen Widerstand gegen die Gewaltdiktatur vermitteln. Sophie Scholl bekommt einen Ehrenplatz. Sie ist die neue Heldin der Nation. Damit verschärft sich aber auch die Problematik, die sie schon im Kalten Krieg und 1968 gezeigt hatte. Sophie Scholl wird zur allgemeinen Projektionsfläche. Alle Seiten wollen ihren Mythos zur eigenen Legitimation nutzen, auch Rechtsnationale und sogenannte Querdenker. Eine Steilvorlage für Satiriker. Im ZDF-Magazin Royal sehen Sie nun die Welturaufführung, das Originalensemble des neuen Musicals Jana aus Kassel, das Musical mit dem Titelsong Ich bin Jana aus Kassel, das Duett von Jana aus Kassel und Sophie Scholl. Viel Spaß! Ich bin Jana aus Kassel, ganz öffentlich, sie spricht so. Ich denke, Mikrofon
Das Musical nimmt eine junge Frau aufs Korn, die sich auf einer Anti-Corona-Demo mit Sophie Scholl verglichen hatte. Eigentlich müsste man ihr mal sagen, ja, ey, hättest du dir mal Sophie Scholl wirklich reingezogen, hättest du gewusst, dass sie nicht zu den Nazis gegangen ist, so wie du es gerade tust, weil du dich von denen vereinnahmen lässt. Selbst wenn du nicht rechts denkst oder dich nicht selber als rechts positionierst, wirst du von rechts vereinnahmt. Das muss dir klar sein. Willst du das? Und das ist halt eine gegenläufige Bewegung, die man sich klar machen muss. Jana aus Kassel geht auf die Rechten zu, indem sie nicht reflektiert, was sie da tut. Und Sophie Scholl hat sich genau daraus bewegt. So. Also wer sich mit den Inhalten von Sophie Scholl und von der Weißen Rose befasst, kann nicht sie herziehen für etwas, wo es um Intoleranz geht. Diese Gruppe stand für Toleranz, für Mitmenschlichkeit, für Frieden, für Friedfertigkeit, für ein gemeinsames Europa. Die kann man nicht für in einen anderen Zusammenhang benutzen. Und gleichzeitig ist auch so, Sophie Scholl hat Philosophie und Biologie studiert. Sie hat sich für Wissenschaft interessiert. Also für alle unwissenschaftlichen Theorien kann man sie auch nicht hernehmen. Wie die Geschichte Sophie Scholls in den letzten 80 Jahren erzählt wurde, macht deutlich, Heldenverehrung allein genügt nicht. Es braucht nach wie vor eine detaillierte Aufarbeitung der deutschen Vergangenheit. Denn heute breitet sich rechtes Gedankengut wieder in weite Kreise der Gesellschaft aus. Das mit der Entnazifizierung hat nicht so gut geklappt, Leute. Ruht euch jetzt nicht auf Sophie Scholl aus. Lasst uns über sie sprechen und nicht irgendwie kurz mal im Geschichtsunterricht abhaken, sondern das sind die Figuren, so, das sind die Ikonen, wie gesagt, als komplexe Menschen, die wir weiterhin brauchen, um uns mit Antisemitismus und Rassismus in dieser Gesellschaft zu befassen. So.